ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich mache heute einen Nachtisch mit euch, das hatten wir ja bis jetzt noch nicht. Nämlich eine weiße Schoko-Joghurt-Creme mit Erdbeerpüree. Genau, erstmal was ihr dafür braucht, ist Schlagsahne, Joghurt, weiße Schokolade, die ich hier hinten gerade schon schmelze, Erdbeeren, wir haben jetzt hier die tiefgefrorenen, und Puderzucker. Das sind ja tiefgekühlte, die müssen erstmal, damit man die nachher schön pürieren kann, auch in die Mikrowelle und ein bisschen ja, matschig gemacht werden. So, jetzt packt ihr die Sahne in euren Mixer oder in eure Küchenmaschine, wie es jetzt hier in dem Fall ist, und schlagt die einmal. Das ist jetzt mal. Also bei dem Puderzucker muss jeder für sich selber wissen, wie viel er da reinmacht. Das muss man später auch abschmecken. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen was rein. Das soll nachher auch ruhig, weil die ja, Grundlage ist ja schon süß. Es kann ruhig noch ein bisschen sauer sein, aber ein bisschen Puderzucker schadet nicht. Jetzt erstes 4 Esslöffel von dem Erdbeerzeug da rein. Den Rest brauchen wir noch für später. Und jetzt kommt die Schokolade in den Joghurt. Das ist jetzt der Joghurt und nicht mehr die Sahne, daran müsst ihr denken. Das müsst ihr schnell verrühren, weil sonst wird die Schokolade hart und dann ist es nicht miteinander verbunden, so wie ihr es gerne hättet. So, jetzt kommt die Sahne in die Joghurtmasse. So, und jetzt muss man die Sahne langsam unterheben. Es nimmt den Schneebesen, dann wird das schön zu einer Masse. So, jetzt müsst ihr die Substanz auf die einzelnen Behälter, die ihr habt, also das müssen jetzt nicht so welche Gläser sein, ihr könnt das auch in Schüsselchen machen oder so, aufteilen. Ich habe jetzt halt diese Gläser, also nur weil ihr jetzt so welche Gläser nicht habt, heißt es nicht, dass ihr es nicht nachmachen könnt. Genau. So, jetzt kommt das restliche Erdbeerpüree. Oben einfach auf die Nachtische drauf. Ja. Dann habt ihr einen sehr schönen Nachtisch, den ich gleich noch probieren werde. So, jetzt probiere ich mal. Das ist eigentlich noch besser, wenn es länger im Kühlschrank war. Deswegen die anderen stehen jetzt im Kühlschrank, aber ich probiere jetzt mal live. Sehr lecker.